Ja, herzlich willkommen zurück hier bei strahlendem Sonnenschein auf dem Berner Kornhausplatz am Berner Digitaltag 2022. Und zwar mit dem Thema Digitalpolitik. Wie vereinfachen wir das Leben für alle? Ja, das wollen wir wissen. Nicht von mir natürlich, sondern von der Runde, die ich hier zusammengestellt habe. Eine hochkarätige Runde. Es freut mich sehr, dass alle da sind. Wir haben am Start Flavia Wasserfallen, Nationalrätin. Wir haben Devi Allemann hier, Regierungsrätin Kanton Bern. Mit Andrea Dömeron hier, Gemeinderätin von Thun. Und Alec Vogler, Stadtpräsident von Bern, wo wir heute Morgen schon ein bisschen darüber geredet haben. Herzlich willkommen hier am Mittagstisch vom Berner Digitaltag. Ja, Digitalpolitik. Wie vereinfachen wir das Leben für alle? Das steht so ein bisschen im Zentrum, glaube ich, der ganzen Diskussion. Bei welchem Thema, das wir auch diskutieren über Digitalisierung. Flavia Wasserfallen, vielleicht zuerst zu dir. Wie vereinfachen wir das Leben für alle mit der Digitalisierung? Das finde ich die richtige Frage, weil Digitalisierung oder die digitalen Möglichkeiten sollen so eingesetzt werden, dass sie einen Nutzen bringen der Bevölkerung, dass sie helfen, auch energieschonend einzusetzen oder Energie zu sparen, dass man auch Sachen kann teilen kann und vielleicht, Publibike ist natürlich ein gängiges Beispiel, dass nicht jeder alles muss besitzen muss, sondern dass man etwas zusammen kann teilen. Das ist für mich so wichtig, immer wieder zu betonen, es soll ein Nutzen sein und nicht das ist eine coole App und dann braucht sie niemand und man hat sie teuer entwickelt. Und was mir natürlich jetzt auf Bundesebene, und da reden wir dann vielleicht noch drüber, wichtig ist und wo ich auch Einfluss nehmen kann, das ist die E-ID, der Ausweis für einen virtuellen Raum und auch das elektronische Patientinnen-Dossier. Über die Idee werden wir auf jeden Fall reden, weil das ja auch ein zentrales Thema ist für die gesamte Sache. Andrea Dömeron als Gemeinderätin von Thun, was sind bei euch Kernpunkte, wie sich die unterscheiden als Gemeinderätin von der Nationalrätin? Nein, ich denke, es ist, wie gesagt, absolut wichtig, dass Digitalisierung einen Mehrwert schafft für die Bevölkerung und dass wir dort nicht einfach Prozesse in den Vordergrund stellen und nicht versuchen, analoge Angelegenheiten digital abzubilden, also so das berühmte Beispiel von einem PDF zur Verfügung stellen, wenn man als Bürgerin oder Bürger irgendetwas mutiert wissen will, sondern effektiv den Prozess anschaut, den Mehrwert anschaut und das auch immer unter dem Aspekt von der Ressourcenschonung. Und das ist ja zum Teil ein kleiner Widerspruch, der mit der Ressourcenschonung. Aber wenn es jetzt gerade im Bereich Mobilität ist, wir haben ja auch ein Bike-Sharing-System, dann ist das sicher, ich denke, auch die ganzen Arbeitswelten, die wir dank der Digitalisierung eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben können fördern können, dann hat es dort sehr wohl ganz gute Beispiele, was Digitalisierung für einen Mehrwert bringen kann. Evi Allemann, was sind die grossen Herausforderungen für einen Kanton Bern, wenn man von der Digitalisierung für alle redet? Ja, da gibt es ganz viele Herausforderungen. Das eine ist mit Blick zu den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir den Anspruch haben, unsere Dienstleistungen digital zu erbringen. Da gibt es einen riesigen Mehrwert für die Leute, die ortsunabhängig, aber auch zeitunabhängig möchten, profitieren von Dienstleistungen. Das sind kleinere Sachen, wie zum Beispiel ein Handelsregisterauszug können, das bestellen auch mitten in der Nacht oder irgendwo in der Schweiz und nicht müssen aufs Amt zu gehen. Bis hin zur Herausforderung, die Verwaltung selber zu digitalisieren, um fit zu sein, für die Dienstleistungen anzubieten und darüber hinaus auch sind wir auch in der Verantwortung, die richtigen Regulierungen zu beschließen. Das ist sicher Bundesebene primär adressiert, aber auch Kantone, dass wir eine Gesellschaft so können fit machen mit einer Gesetzgebung, die dem digitalen Wandel, der passiert, gewachsen ist, die wirklich davon profitieren kann. Nicht, dass wir Hindernisse haben in unseren Gesetzgebungen, in unseren Prozessen, die am Schluss der technologisch möglichen Digitalwandel verhindert. Dort haben wir eine riesige Herausforderung zu meistern. Alec Vogler-Ferit, hat man als Stadt Bern auch die gleichen Ziele wie ein Kanton Bern? Und wie muss die Zusammenarbeit funktionieren, dass man die Ziele erreicht? Also ich glaube, sicher haben wir die gleichen Ziele. Wir wollen nämlich auch vorwärts machen mit dieser Digitalisierung und wir haben es einfach auf unserer Stufe genau das Gleiche. Also wir wollen unsere Stadtverwaltung digitalisieren. Wir wollen nicht, dass wir wie die Alteisenbahn irgendwie die Digitalisierung hinterher säckeln, sondern wir wollen ein bisschen Frontrunner sein und wollen ein bisschen rascher sein als andere. Wir haben auch eine grosse Verantwortung als Stadt, oder? Also das können jetzt nicht alle 300 Gemeinden im Kanton die gleichen grossen Projekte umsetzen. Hingegen wir in der Stadt haben die Möglichkeit und darum haben wir auch ganz eng Zusammenarbeit mit dem Kanton gesucht. Und der Kanton muss sich auch nicht verstecken. Zum Beispiel hat der Kanton Bern ja als erster Kanton
in der Schweiz TaxMe entwickelt und heute 80% von allen, über 80% von allen Leuten ihre Steuererklärungen mit TaxMe ausfüllen und die anderen 20% geben es am Treuhänder und der tut es nachher auch mit TaxMe ausfüllen. Also das zeigt eben, dass es wirklich gäbiger wird. Und das ist ja eigentlich das, was wir anstreben, dass das Leben wirklich gäbiger wird, dass es bequemer wird. Und dass man die Behördengänge, die sind ja nicht wahnsinnig lustig, üblicherweise. Und dass man die mühsamen, zeitraubenden Behördengänge, dass man all das möglichst vereinfachen kann. Jetzt haben wir, glaube ich, auf ein Kernthema, wir haben das schon besprochen, aber wir wollen nicht mehr Schlangen stehen, wir können die Steuererklärung von dem ausfüllen, ganz viele andere Sachen auch, oder eigentlich fast alles. Jetzt ist das ohne EID wahrscheinlich nicht möglich, sagen dir zumindest. Beim ersten Anlauf vor dem Volk ist das gescheitert. Jetzt machen wir einen neuen Anlauf. Ist das zwingend nötig, für eigentlich all die gross angelegten Projekte können umzusetzen, weil es quasi wie eine gemeinsame Ebene braucht? Für alles ist es nicht nötig. Also, ich brauche ja auch nicht für alles meine ID. Und man muss sich wirklich vorstellen, es ist eine ID für einen virtuellen Raum. Und da gibt es halt wie Behördengänge, es gibt Applikationen oder Tools, die man nutzt, die höchste Sicherheitsstufe erfordern. Und da ist eben das elektronische Patientinnen-Dossier ein Klassiker. Da geht es um meine Gesundheitsdaten und da ist die Sicherheitsstufe die höchste. Und für die können einzusetzen und zu entwickeln, braucht es eben so eine EID. Und ja, wir haben darüber abgestimmt und die Stimmbevölkerung hat die Vorlage damals zurückgewiesen, weil man auch einen Weg hat gewählt in dieser Gesetzgebung, dass eben auch Private die EID ausstellen können. Und ich glaube, zu Recht, und ich habe das damals auch bekämpft, hat die Stimmbevölkerung das zurückgewiesen, weil Vertrauen auch ein Riesenthema ist. Also wer gibt die EID raus, wer hat Zugang zu diesen Daten, wer verwaltet auch mögliche Daten. Und da hat man sich jetzt für eine neue Gesetzgebung entschieden, wo wirklich der Staat der Herausgeber ist. Er muss es nicht selber entwickeln. Da kommen immer wie auch wichtige Partnerschaften mit Privaten zum Zug. Und es ist auch eine datensparsame Lösung, wo beim Einsatz von dem Ausweis im virtuellen Raum möglichst wenig oder gar nichts gespeichert wird. Und ich denke, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Das ist noch in Vernehmlassung bis zum 20. Oktober. Und wenn wir dann den Schlüssel haben, dann gibt es hoffentlich auch noch mal einen Boost für weitere, eben Beispiel aus den Städten, aus den Kantonen, die ein bisschen auf das warten, wo jetzt der Bund entwickelt und zu Recht auch dort die Federführung hat. Ich kann dort ein bisschen widersprechen und ein bisschen Pfeffer in die Runde bringen. Ich finde schon, die letzte Vorlage ist 10 Jahre zu spät gekommen. Jetzt sind wir endgültig hinten drin. Also so können wir nicht vorwärts, oder? Und so können wir es genau vergessen, schon jetzt vergessen. Ich glaube, man wird Lösungen bauen jetzt ohne eine eidgenössische Grundlage von der EID. Wir haben jetzt gesagt, der Kanton Bern hat ja ein Login, dann machen wir doch das mit dem kantonalen Login. Dann haben wir auch ein Login, das auch verlässlich ist. Aber ich glaube, wenn die EID kommt vom Bund, dann braucht sie dann niemand mehr. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt in der zweiten Anlauf den Sicherheitsaspekt, die Skepsis von der Bevölkerung können, quasi beseitigen. Ich glaube, man hat dort schlafende Hunde geweckt, weil die gleiche Bevölkerung, die hat ja ein doppeltes Login bei Facebook, die hat x Google-Logins, also die haben ja alle die Logins schon, oder? Und es wäre ja darum gegangen, dass man jetzt ein öffentliches Login hätte gehabt. Aber die Bevölkerung, wir haben alle, ich habe 15 Logins, oder? Also wir haben alle die Logins, das ist sehr mühsam, wir möchten ein einheitliches Login, aber es geht vor allem nicht so darum, das zu bauen. Die Identifizierung, das ist nur das Zehnte, aber die Identifizierung, die ist heute technisch gelöst. Man hätte sie viel früher sollen haben. Jetzt säckeln wir da ein bisschen der Realität hinten nach, wie die alte Eisenbahn. André, du hast vorhin eine Frage, was kann man unter dem digitalen Turbo verstehen? Der Alex von Grafried hat es gerade beantwortet. Er scheint der digitale Turbo zu sein. Sind wir dann auf dem richtigen Weg, was er aber sagt, dass wir in dem Sinn quasi wie für uns selber im Kanton Bern oder in der Region fangen zu schauen, zu einer Lösung zu kommen? Also als Stadt will man digitalen Turbo sein, da pflichte ich bei. Aber gleichwohl sind wir darauf angewiesen, dass man Lösungen anbieten kann. Am liebsten auf Bundesebene, aber dort haben wir ja jetzt auch gerade gehört, wo die Herausforderungen sind. Mit B-Login erhoffen wir uns zumindest in Thun jetzt auch für ganz konkrete Projekte im Klimabereich, partizipative Projektausschreibung, wo Thunerinnen und Thuner Ideen einreichen können und dann auch Gelder gesprochen werden, wo wir müssen sich identifizieren als Thunerinnen und Thuner, wo wir mit B-Login arbeiten werden, weil eine andere Lösung nicht da ist. Ich glaube, dort wären wir schon gefordert. Da kommt uns manchmal auch der Eindruck, so ein unser Föderalismus in Weg. Oder irgendwo, wir bräuchten einheitliche Lösungen, aber auch das Thema Datenschutz ist halt wirklich auch ein wichtiges. An wem
wem vertrauen wir die Daten an? Dort auch Vertrauen zu schaffen, weil Cyberkriminalität ist eine der Herausforderungen, die wir Antworten finden müssen. Ich teile aber auch die Einschätzung, wir geben unsere Daten sehr gerne den Tech-Giganten-Preis. Dass man da Lösungen vor allem vom Staat muss anbieten, bin ich absolut auch der Meinung. Aber wir als Staat, wir brauchen dort Lösungen, die wir nicht selber entwickeln können. Sonst macht nämlich wieder jede Gemeinde, ist gefordert, selber etwas zu entwickeln. Und das wäre definitiv nicht effizient. Datensicherheit muss sein. Wie gesagt, es ist eine gewisse Skepsis in der Bevölkerung da. Aber gleichzeitig, wie der Herr Vogler nie gesagt hat, muss man ja auch vorwärts machen. Also, das Zentrum schließt ja die Zangere nicht aus. Wird zu wenig gemacht? Wird zu wenig auf das Gas getreten? Und wenn ja, wo hapert es denn? Weil ich diskutiere also, in ähnlichen Runden seit zwei Jahren oder im dritten Jahr jetzt schon mit euch. Und es sind immer die gleichen Probleme da. Heute hat der Fotograf Ried das unterbrochen und gesagt, jetzt müssen wir einfach mal gut sein. Ja, da hat er natürlich nicht Unrecht. Wir diskutieren heute darüber, dass wir müssen sichere Lösungen haben, akzeptierte Lösungen haben, schnelle Lösungen. Die Diskussion hätten wir früher müssen führen. Aber das können wir nicht mehr ändern. Und darum denke ich, die Bemühungen, die jetzt laufen, gehen aus meiner Sicht wirklich in die richtige Richtung. Ich glaube, da haben viele auf der politischen Ebene erkannt, dass man auch ein bisschen Mut muss haben zu schnellen Lösungen, zu Lösungen, die nicht von Anfang an fehlerfrei laufen. Das ist auch immer so die Angst in der Politik. Man kann erst rausgehen in die Bevölkerung, wenn alles picobello läuft. Ich glaube, in der Digitalisierung sind wir da an einem Wendepunkt angekommen. Und dann kommt noch, jetzt, ich bin auch noch Justizdirektorin, dazu, dass wir parallel dazu die ganzen Gesetzgebungsprozesse müssen durchführen. Und die Gesetzgebung, wie wir sie früher gemacht haben, wenn man zuerst irgendwie zwei, drei Jahre in einer Expertengruppe diskutiert hat, Meinungen hat eingeholt und dann ist man dann mal in die stillen Kammern, in die Kommissionen gegangen. Das ist für die heutigen Herausforderungen extrem träge. Und darum haben wir in gewissen Projekten, z.B. bei E-Umzug, also mit Pilotversuchen arbeiten, konnten dort mit einer Versuchsverordnung arbeiten, wo man schneller vorwärts gehen kann. Ich will nicht sagen, dass man wegen dem muss es gleich rechtlich gut legitimieren muss. Das auf jeden Fall. Man darf nicht irgendwie Demokratie mit Füßen treten, sonst haben wir ein Problem mit der Akzeptanz. Aber ein bisschen mutiger, ein bisschen schneller und nicht immer mit der allzu perfekten Lösung rausgehen. Es ist ein Wandel, der so schnell vorwärts geht, dass wir fünf Jahre irgendetwas konsolidieren und es fertig haben, ist schon wieder veraltet. Also haben wir die Digitalisierung verschlafen? Also nicht vielleicht die Digitalisierung als solches, aber die Voraussetzungen zu schaffen? Also eben, die Digitalisierung passiert ja schon seit Jahren, Jahrzehnten. Die Frage ist einfach, sind wir jetzt schon so weit jetzt, von der staatlichen Ebene, Stadt, Kanton und Bund, dass wir da schon das Maximum herausholen können? Und das sicher nicht. Und wir haben es verschlafen und auch beim elektronische Patientinnen-Dossier haben wir jetzt zwei Anläufe müssen nehmen. Und zwar, weil ein politischer Lehrprozess hat müssen stattfinden, der ein bisschen beschrieben wurde. Erstens mal der mit dem Perfektionismus, aber für mich war wirklich auch immer die Logik gewesen, auf Bundesebene, das müssen alles nur Private entwickeln und dann schaut der Staat ein bisschen, ob das verhebt. Und es hat dann einfach auch zu Lösungen geführt, die zu teuer sind, die ineffizient sind, die dann keine zum Fliegen kommt. Und ich glaube, die Corona-Pandemie hat da schon einiges ausgelöst, dass man so aus der Not heraus schnellere Lösungen haben müssen anbieten konnte, die vom Bund gesteuert wurden, von Privaten mitentwickelt. Wie ein Wegmi. Ich meine, wir haben über 6 Millionen elektronische Impfausweise. Wir haben eine Covid-App können ziemlich rasch entwickeln mit der entsprechenden Gesetzgebung. Und dass wir das, was wir, also den Lernprozess mitnehmen jetzt für die künftigen Lösungen, die wir müssen erarbeiten müssen, das finde ich ganz wichtig. Und ja, wir sind zu langsam, aber ich denke, sowohl bei der EIDL wie beim Patientinnen-Dossier hat man da auch viel gelernt und können wie, ja, halt das ganze Konzept neu aufzäumen, das man früher einfach von mir aus gesehen politisch falsch hat. Hat die Pandemie auch gezeigt, dass man ja eigentlich kann, in einer gewissen Geschwindigkeit vorwärts machen, wenn man muss? Ja, das hat sich schon gezeigt. Man kann schnell sein, wenn man will. Und ich glaube, es gibt eben die Ängste, oder, und die gehen vor allem in Richtung vom Datenschutz und zurecht. Oder? Also die Ängste sind voll berechtigt. Aber man muss auch sehen, dass wir eigentlich im Bereich von der medizinischen Daten, dort haben wir im Moment den Datenschutz, der sehr gut funktioniert. Er funktioniert fast ein bisschen zu gut. Oder? Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich ab und zu der Ärztin gehe. Und dann hat sie mal gesagt, kannst du von deinem Knie ein Röntgenbild mitbringen. Und nachher hatte ich leider keinen Plan, wo das Röntgenbild ist. Das ist auch irgendwie bei einem Zug, weil das Neue habe ich vor 30 Jahren machen lassen. Das ist auch irgendwo verschollen. Oder?
ich finde ja meine eigenen Daten nicht mehr. Oder? Also, um das geht es ja. Wir wollen ein Patientinnen-Dossier, dass vor allem Patientinnen selber Zugriff auf ihre Daten auch haben und auf alle Daten. Und nachher selber können entscheiden, wem sie die Daten zur Verfügung stellen wollen. Und das gibt natürlich einen enormen Mehrwert. Und heute, ich muss sagen, also, ich hatte noch mal einen Bänderriss am Scheicher, oder? Also, ich habe noch mal eine Milzoperation gehabt. Ich habe von nichts mehr habe ich irgendwelche Daten, die sind alle super gesichert, irgendwo, wo ich gar nicht mehr selber dazukomme. Und das ist doch der Fehler. Und diese Daten wollen wir zugänglich machen. Es sagt immer, Daten sind das neue Öl oder das neue Gold oder das neue weiß auch nicht was. Aber niemand hat so viele Daten wie der Staat. Aber wir müssen die Daten vor allem auch sinnvoll zugänglich machen, vor allem den Leuten selber zugänglich machen, dass sie Zugriff haben. Und genau an dem sind wir im Moment am Arbeiten, dass wir dort für alle Leute eigentlich die Vorteile von der Digitalisierung probieren herauszuschaffen, dass die Leute selber ihre Daten haben und selber über ihre Daten können verfügen können. Aber genau für diese Gesundheitsdaten ist ja eine Idee zentral. Ich meine, auch wenn das Facebook-Login zweistufig ist und relativ sicher, ist es ja nicht denkbar, dass ich mich über einen Grosskonzern einlogge und dann meine Gesundheitsdaten verwalte. Oder? Also ich denke, dort ist ganz klar das Beispiel, dass man so eine Idee braucht. Und das Beispiel war sehr gut gewesen. Oder ich habe meine Daten nicht. Ich muss ja zum Teil auch meine Ärztinnen und Ärzte zwingen, dass sie miteinander kommunizieren untereinander. Oder dass sie vielleicht ja auch mal eine zweite Meinung einholen mit diesen Daten, die ich habe und die jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich beim Arzt Bitti-Betti machen, dass er mir meine Krankheitsgeschichte rausgibt. Also da haben wir das Riesenpotenzial, dass wir auch effizienter sein können und dass ja, die Leute ihre Daten bekommen. Und was mir wichtig ist, noch zu sagen, es ist der, ich meine, der Alec ist fit und der wird es schnell zu seinem Nutzen einsetzen, aber das können dann nicht alle Leute. Zunehmend weniger fit. Ja, ich habe schon halt, 60 jetzt. Fit im Kopf. Ich meine, dass sie wirklich auch wissen, wem kann ich Berechtigung geben, wie kann ich das Patientinnen-Dossier nutzen, dass es mehr dient. Und da müssen wir dann auch noch darauf schauen, dass wir die Leute auf den Weg bringen können. Die abholen, das ist ganz wichtig, Andrea Dömer, die immer noch in eine Schlange sich hineinstellen und die immer noch an einen Schalter gehen, die gibt es und die wird es noch ein Zeitchen geben. Ja, und die wird es ein Zeitchen geben. Ich denke, dadurch, dass Technologien sich so rasant entwickeln, das haben wir vorhin gehört, auch im gesetzgeberischen Prozess, das hinkt ja dieser Entwicklung auch hinten nachher, bin ich auch klar überzeugt, dass es immer einen Bevölkerungsteil wird geben, der dieser Entwicklung nicht nachkommt. Und dort sollten wir auch Antworten finden. Man sagt heute oft, ja, irgendwann sehen die oder Mehrwert. Die älteren Menschen sind ja vorwiegend und kommen dann auch daraus. Aber es wird ja, wir selber sind auch irgendwann betroffen und kommen dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr daraus. Und dort auch Antworten zu finden, also ganz konkret als Gemeinde, hast du ja oft auch noch nach wie vor Schaltern, wo persönlich bedient wirst, im Gegensatz zu vielleicht den Transportunternehmungen, wo alles auf die digitalen Kanäle geschiftet wird. Sind wir dann bereit, wirklich nur noch auf das Digitale zu setzen? Oder wären wir nicht auch gefordert, die Zugänglichkeit oder Menschen, die vielleicht von der Sprache her eine Herausforderung mit sich bringen und man das nicht erwarten kann? Ich glaube, dort dürften wir auch nicht die Illusion haben, dass das einfach günstiger kommt. Man hat ja immer das Gefühl, man spare. Das ist einfach nicht so. Uns als Stadt belastet die Digitalisierung finanziell stark, weil die Lizenzen die kosten viel Geld. Es braucht Fachwissen, es braucht teureres Fachwissen. Es verschwinden niederschwellige Arbeitsplätze. Was machen wir mit diesen Menschen? Die Berufswelt, die sich verändert. Ich will damit nicht einfach eine kritische Note drin geben, bei allem, was nötig ist. Aber auch auf das müssen wir Antworten finden. Aber es sind halt auch Sachen, die zum Teil Ängste schüren, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Und da haben wir auch verschiedene Arten in der Bevölkerung. Also wir haben die man vielleicht noch abholen muss, und die nie dran geführt wurden. Und dann haben wir quasi auch die, die sich so etwas schlicht verweigern und das gar nicht annehmen. Was macht man mit denen? Also, wenn ich es erlebe, geht es vor allem darum, die Leute zu befähigen. Und zu motivieren, wirklich die Angebote zu nutzen, weil sie einfach sind, in der Regel. Und dann haben wir die Verantwortung, wirklich auch einfache Lösungen anzubieten. Nicht, dass die Dienstleistungen kompliziert sind und kaum für Bürgerinnen und Bürger anwendbar. Und die sich wirklich verweigern und quasi so Aussteiger sind aus der Digitalisierung, die zu erreichen, ist extrem schwierig. Und das ist zum Glück ganz ein kleiner Teil und oft auch nicht ganz konsequent. Aber wir haben wirklich auch die Herausforderung, die Digitalisierung als Service Public Verantwortliche in alle Regionen zu bringen. Und da geht es auch um Infrastruktur, es geht nicht nur um Glasfaser, es geht um Mobilfunk. Da haben wir kritische Stimmen, die ich sehr ernst nehme
und widerstrebende Interessen, die wir kaum auflösen können, die wir nie auflösen können. Und mit dem umzugehen, mit diesen Interessen aufeinander prallen und gleichzeitig die Chancen, die Digitalisierung bietet, nicht aus den Augen zu verlieren, das ist eine riesige Herausforderung, auch für die Behörden. Aber es ist doch eine Chance für die Leute, die es Feuter sollen, wenn sie nicht mehr auf Thun gehen für ein Formular anstehen, sondern wenn sie das in Feuter sollen, runterladen können. Also die Chance muss man auch sehen und die muss man benennen. Aber du hast eine andere Frage stellen. Aber es geht jetzt gleich rein, wenn wir es jetzt so ein bisschen konkret auf die Stadt Bern anschauen, wie sind wir da drinnen, wie sind wir da unterwegs mit der digitalen Verwaltung? Was kann man in Bern schon machen oder was sind die nächsten Sachen, die sollen kommen? Also man kann relativ viel machen, man kann Parkkarten lösen, man kann eben zügeln, man kann das Baugesuch digital eingeben. Leider muss man es immer noch ausdrucken und unterschreiben, aber das schaffen wir auch noch nächstens, wenn der Grossrat ein bisschen vorwärts schafft. Man kann Betreuungsgutscheine, also es gibt ganz viele Beispiele. Was ich ein bisschen das Problem sehe, das sind alles wie Insellösungen oder Silo-Lösungen. Oder? Und was jetzt für uns die grosse Herausforderung ist, ist, wir möchten die alle zusammenhängen. Oder? Also dass ich eben meine Bibliotheksbücher auf der gleichen Plattform und alles mit dem gleichen Login. Oder? Also so, wie ich es eigentlich heute auf der Bank schon habe und alle meine Bankdienstleistungen eben mit dem gleichen Login kann erreichen, dass ich alle öffentlichen Dienstleistungen, und zwar die von der Stadt, die vom Kanton und die vom Bund, auf einer Plattform kann erreichen und eigentlich, wenn ich mich einlogge, nachher sofort in meiner Umgebung bin. Liegt ja auf der Hand, aber sind wir da bei diesen Sachen ein bisschen zu wenig mutig unterwegs, wo man ein bisschen mehr Druck ausüben kann? Ich denke, das hängt vielleicht auch ein bisschen an den Ressourcen. Da würde ich jetzt einfach mal, kann ich nur einen Blick auf den Kanton Bern werfen. Wie viele personelle Ressourcen haben wir denn, für genau die Koordination herzubringen mit den Städten, die vielleicht ein bisschen Frontrunner sein wollen? Da braucht es einfach auch Menschen, die sich diesem Thema annehmen, für dass wir die Applikationen, die jetzt sehr viel, schon nur die Stadt, wir haben irgendwie 250 Fachapplikationen, ich weiss nicht, wie es beim Kanton ist, aber genau eine davon haben wir, also mehrere davon haben wir vorher gehört, das zu koordinieren und am Schluss wirklich zu dieser Vision zu kommen, ich kann mein Strandbad ab, meine Steuererklärung alles über ein Portal machen, dort wollen wir hergehen, aber das braucht auch bei der Verwaltung unbedingt personelle Ressourcen. Und da würde ich wagen zu behaupten, dass man auf Kantonsebene weniger Menschen im Einsatz hat als zum Beispiel einzelne Städte, wo vielleicht auch noch so ein Bedarf da wäre. Also wir haben Fachkräftemangel beim Umsetzen von Digitalisierung, für alle Mal. Das haben wir leider überall, ja, und zwar auf allen Ebenen wahrscheinlich. Ich weiss nicht, ob es kommunal wirklich so viel einfacher ist, Fachkräfte zu finden, gerade für diesen Bereich. Und wir jagen zum Teil auch die Fachkräfte ab. Das ist nicht eine gute Entwicklung. Und ja, der Kanton hat kein Portal. Wir haben zwar das B-Login, aber das ist der Anspruch eines Portals erfüllt das aus meiner Sicht nicht. Und den Leuten ist es auch wirklich egal, ob sie eine Dienstleistung vom Bund oder eine Dienstleistung vom Kanton oder etwas Städtisches, etwas Kommunales beziehen wollen. Die gehen einfach auf das Internet. Die meisten gehen das, was sie brauchen, bei Google eingeben oder sonst ihre Suchmaske. Und dann kommen sie so ein bisschen zufällig über irgendwelche, im schlimmsten Fall dann über Anbieter, die die gleiche Dienstleistung noch zu einem höheren Preis anbieten, zu ihrem Auszug, zu dem, was sie haben wollen. Und das kann es nicht sein. Ich glaube, das Zusammenarbeiten, auch die Medienbrüche und die Schnittstellen, die wir heute haben, auch zwischen den einzelnen föderalen Ebenen zu eliminieren, das ist eine Challenge. Ich bin mir dem bewusst, aber der Weg ist noch ein Weg. Darf ich etwas fragen? Ja. Oder wenn ich jetzt da so zuhöre und wir uns so die föderale Schweiz vor Augen führen, dann das für mich so nach einer Lösung, jetzt sollte jeder Kanton idealerweise, wie sie mit den Gemeinden gut zusammenarbeiten, etwas machen, so eine Plattform, ein Portal und so. Oder da machen ja viele Städte Pionierarbeit, gehen ein bisschen voraus oder Kantone, aber eigentlich brauchen wir ja wie eine Lösung für alle. Es ist ja ineffizient, wenn alle viel Geld, Ressourcen reinstecken, für etwas zu machen, das vielleicht ja einen anderen Kanton schon gemacht hat. Und da frage ich mich, was braucht es denn vom Bund oder für Zusammenarbeitsformen, dass da nicht jede Ebene, jede Region das Rad neu erfindet? Oder? Die Gefahr sehe ich einfach. Also, aber dort gibt es schon Lösungen, oder? Also, wir haben zum Beispiel jetzt, und ich finde es auch noch gut, wenn man alles zentral würde entwickeln würde, dann hätte ich auch ein bisschen Bedenken, oder? Aber wir haben jetzt zum Beispiel jetzt für die Sozialhilfe eine neue Fallführungssoftware entwickelt, Zürich, Basel, Bern, zusammen in drei Städten. Und jetzt hat der Kanton gefunden, die ist ja gar nicht so schlecht, vielleicht würden die anderen auch übernehmen, und jetzt tut der Kanton empfehlen, dass die anderen Gemeinden noch
auch übernehmen. Dann tut man so in den Städten etwas entwickeln, etwas ausprobieren und später kann man es ausrollen. Und ich glaube, solche Modelle kann man fast in allen Bereichen finden. Für das tun die Städte eigentlich auch eng miteinander zusammenarbeiten und im Zeitpunkt, wo es dann passt, kann der Kanton dann koordinierend eingreifen. Ich denke, das funktioniert auch in der föderalen Schweiz. Und wir sind ja besitzen. Das muss man auch noch sagen. Wir sind nicht so schlecht gefahren in der Digitalisierung. Die Schweiz ist ein hochgradig bereits digitalisiertes Land. Und das ist auch jetzt auch gegangen, obwohl die Gesetzgebung ein bisschen hinterher ist. Aber das ist jetzt nicht ein Aufruf dazu, dass die Gesetzgebung noch langsamer sein soll, sondern sie darf schon ein bisschen gut sein. Also ich werde schnell noch ein bisschen zusammenfassen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Eigentlich sollte man, wenn man in einen Laden geht, auf wie viele Stück da immer ist, zahlt man dann an die Kasse. Oder man geht in den Online-Shop und zahlt mit dem Warenkorb. Aber im Moment ist es so, wenn man es auf die Schweiz haben muss, dass man in jedem Stock separat an die Kasse geht und im Online-Shop fünfmal muss Kreditkarte zücken, weil es nicht einen einzigen Warenkorb gibt. So kann man es eigentlich so ein bisschen beschreiben. Und ich glaube, das ist allen klar. Und insofern ist irgendwie allen klar, das ist ja Dreh- und Angelpunkt. Und so schwierig kann die Umsetzung gar nicht sein. Natürlich braucht sie Ressourcen, sie braucht extrem viel Geld. Logischerweise. Aber da wir ja jetzt schon mehrere Jahre darüber reden, bin ich gleich erstaunt, dass wir noch nicht weiter oder viel weiter sind. Also ich hätte jetzt dort noch wollen, schon auch noch anknüpfen. Wir sind nicht so schlecht unterwegs. Auf Kantonsebene versucht man ja genau die verschiedenen Projekte, die es gibt, zu koordinieren mit dem Kanton und zu schauen, welche wollen wir jetzt priorisieren. So würde ich mir das vorstellen. In denen gibt es ja unglaublich viele Applikationen. Und die Ressourcen reichen einfach nur für einen bestimmten Teil. Und vielleicht müsste man sich mit dem Bund, das war ja die Frage, darauf einigen, Kanton, Gemeinden, welche Projekte wollen wir priorisieren, welche Anliegen, welche Bedürfnisse sind für alle Kantone und Gemeinden wichtig. Und dann würde ja das vielleicht auch helfen. Aber so ein Dialog nicht mehr existiert, oder? Also ich wüsste es nicht. Und Kantone, oder? Ja, also da muss vielleicht die Justizdirektorin etwas sagen. Ich stelle mir vor, dass die Städtekonferenz eine gewisse koordinierende Funktion hat. Das, ich weiß nicht, wie es mit der Direktorenkonferenz aussieht, bei den Kantonen. Und ich glaube, beim Bund haben wir schon auch noch den Bedarf, dass man klarer identifiziert beim Bund, weil wir dort auch noch so in einem Silo-Denken stecken, wer ist zuständig für solche Fragen, welches Departement. Man hat sich jetzt da lustig darüber gemacht, dass man ein paar Stellen geschafft hat, gesagt hat, jetzt machen wir ein bisschen Instagram für die Bundesregierung und so. Aber dass man dort wie klarer auch sagt, wer ist zuständig für diesen Dialog, da sehe ich schon noch Bedarf. Ja, und eigentlich kommt die Herausforderung dazu, dass Digitalisierung ja nicht ein Thema ist für sich allein. Da hat es immer Inhalte, es ist ein Querschnittsthema. Wenn wir über Digitalisierung im Mobilitätsbereich oder in der Raumplanung reden, dann habe ich ganz andere AnsprechpartnerInnen auf Bundesebene, als wenn wir im Justizbereich diskutieren. Im Justizbereich hat man so ein riesen, wirklich ein Giga-Projekt, Justitia 4.0, und das ist sehr schwerfällig. Es ist zwar richtig, dass man das macht im Justizbereich, wirklich möglichst eine einheitliche Lösung, aber das ist wirklich das Beispiel dafür, wie es lang kann dauern, wie der Föderalismus auch etwas Lähmendes hat. Und ich glaube, ich hoffe über den Berg, und es kommt dort wirklich auch langsam Schwung auf. Aber wenn wir das in jedem einzelnen Politikfeld so organisieren würden, wären wir wahrscheinlich heute noch weniger weit. Aber Kosi will ja, dass es möglichst einfach ist, oder? Absolut. Und das ist also wie Google, oder? Da gibst du ein Wort ein und nachher bekommst du deine Suchresultate. Aber die Welt ist eben nicht so einfach. Also wir müssen uns auch vergegenwärtigen, die Welt wird immer komplexer, oder? Und für das es so einfach wird, dass du nachher am Schluss das alles zusammengefasst wird, da brauchst du eine riesen Systemarchitektur hinten dran und die muss zuerst gebaut werden. Einfach zu erwarten, machen das jetzt und in einem halben Jahr haben wir es, das ist eine überzogene Erwartung. Also die Entwicklungen, die müssen aufgebaut werden, sehr sorgfältig gefunden. Und das kann dann schon mal 4-5 Jahre gehen, bis man eben eine Systemarchitektur so aufgebaut hat, dass sie dann auch gut funktioniert. Aber das ist unser Ziel und da sind wir jetzt dran. Und schnelle Erfolge können wir jetzt noch nicht für nächstes Jahr in Aussicht stellen. Aber ich glaube, in 3-4 Jahren sind wir schon bedeutend weiter. Und dann kommen wir in die Richtung von dem, was wir haben wollen. Das wäre auch meine Frage gewesen für die Schlussrunde. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe es begriffen, aber können wir sagen, in 5 Jahren sind wir maßgeblich weiter für alle Mann? Da bin ich überzeugt davon, dass wir ganz in vielen Bereichen eine durchgehende Digitalisierung haben. Dass wir nicht noch müssen, die Dinge, die wir haben, digital eingereicht haben, ausdrucken mit der Unterschrift. Also da werden wir wirklich einen Meilenstein erreicht. Da bin ich überzeugt. Flavia Wasserfall, in den nächsten 5 Jahren, was ist gegangen? Ja, also, haben wir diese Idee? In 5 Jahren haben wir, glaube ich, alle hier am Tisch eine Idee. Und vielleicht
die Hälfte schon ein Patientinnen-Dossier eröffnet, hoffentlich. Andrea Dömerow. Ja, ich bin auch zuversichtlich. Als Stadt gehen wir voraus. Wir koordinieren intern. Chief Digital Officer nimmt die Bedürfnisse auf. Und das sollte auf kantonaler und Bundesebene passieren. Und ja, die Hoffnung steht bekanntlich zuletzt. Genau. Sehr spannende Runde gewesen. Merci vielmals, dass ihr da gewesen, an unserem Berner Digitaltag mittags ist. Am Merci. Schönen Kornhausplatz bei strahlendem Sonnenschein. Merci Andrea Dömerow, danke Evi Allemann, ja. Merci Alex von Graferit und danke Flavio Wasserfallen. Ja, meine Damen und Herren, wir machen uns gleich zurück in einer halben Stunde. Sie geht gar nicht mit mir weiter, ich habe jetzt Pause. Vera Herzmann wird mich begrüßen für die nächste Runde. Bleibt dran, bis später.